Ich. Deshalb sagst du jetzt auch 1000 Tribut ein. Erforschen wir das Land. Klick dazu auf die silbernen Schriftrollen. Mit der goldenen Schriftrolle auf dem Berg verlasst ihr das Land. So baut man. Nur ein bisschen bauen. Kann sich irgendwie ein bisschen totklopfen. Ich höre nichts. Ja, ist doch egal. Ich dachte, man kann das Haus kaputt machen. Okay, das ist ein unbesiegbares Haus. Oh, ein bisschen böse sein. So. Oh. So, dann nehmen wir die nächste Quest an. Man kann nicht mit den WASD-Tasten herumscrollen. Also herumbewegen, sondern mit der Pfeiltaste. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte. Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Oh, ich habe schrecklich. Es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Dann zerhack ihn. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich. Erhöre mich. Du brauchst den Antigott. Für wen hält er sich eigentlich? Erteilen wir ihm eine Lektion. Nein, nein, haltet ein. Wir müssen den Menschen helfen. Ohne sie sind wir nichts. Und jetzt? Nein, nein, nein. Das war ausgesprochen böse. Jeder einzelne Gläubige ist wichtig für uns. Stell dich nicht so an. Er hat uns immer rumkommandiert. Beweg dies, beweg das. Er hat das verdient. Jetzt kann mich keine Tribute über das. Ich will die Quest nochmal. Ach, Menno. Ja, Tribute sind eigentlich wichtig für uns. Ich werde nochmals bis hierhin spielen. Bis gleich. So, da, jetzt sollte eigentlich alles gut sein. Was dieser Mann wohl vorhat? Ich habe die Tutorials übersprungen, also die zwei. Ich sollte das jetzt eigentlich 2000 Tribute haben. Machen wir die Quest mal richtig hier. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte. Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich. Erhöre mich. Okay. Für wen hält er sich eigentlich? Erteilen wir ihm eine Lektion. Lobe den Herrn! Der Fels ist weg! Mein Garten ist gerettet! Ja, jetzt dreht er noch ein Schritt. Ihr habt den Felsen bewegt. Der Mann ist überglücklich und alles ja, ist gut. Ja, man sieht es. So einer bist du also, Boss. Er verkriecht sich in der Hütte. Willst du hier bei den Menschen einschleimen, was? Und, ja. Ihr habt einen also. Tribut erhalten. Großartig! Was denn hier passiert? Jo, also ich habe jetzt wenig, also bis gar keine Westtaten getan, weil ich natürlich ja zuerst neutral bleiben will, bis ihr euch entschieden habt. Oder da, noch nicht entschieden eine habt. Schriftrolle. Und ja. Oh nein, der Wasserfall ist blockiert. Was sollen wir nur tun? Es ist schrecklich. Keine Sorge. Wir überlegen uns was. Wurfgeschosse sind cool. Sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung. Heb deinen Gegenstand auf, um ihn zu werfen. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus in die Richtung, in die du den Gegenstand werfen möchtest. Lass die Taste los, um den Gegenstand zu werfen. Okay, ja. Also das Böse, das ist mir fast schon ein bisschen lieber, weil da hat man halt Action und da kommt man auch nicht so schnell vorwärts und so weiter. Also ich bin schon mal für Böse, aber ich darf ja nicht mitstimmen. Da könnt ihr wirklich stimmen. Ich kann auch die Guten nehmen, kein Problem. Also es liegt eigentlich 50 zu 50 und ja.
schaue dann. Wenn also Gleichstand ist, mache ich halt einfach neutral, also mache ich beide gut. Oder beide halt zu 50%. Aber... Schade! Ja, toll, bisschen zu weit. Ja, das ist zu neu. Pech gehabt! Der hat aber getroffen. Auch vielleicht den zu niedrigen. Ja, weiter so! Stein. Ja, toll, jetzt bin ich gar nicht mehr so gut. Aha, ja! Cheaten. Ich tue Cheaten. Sehr gut, Herr. Der Wasserfall ist wieder frei. So. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel durch euch, ja, wenn ihr mehr böse abstimmt, dann kann ich wirklich nochmals eine Kampagne machen mit den Guten, also ja, da dürft ihr wirklich dann wählen, ob ihr nochmals ein Let's Play sehen wollt von Black and White 2. Es spielt sich halt dadurch viel anders und ja, einfach die Story bleibt halt gleich. Ja. Seht euch diese friedlichen Menschen an. Wunderbar. Wink, wink. Wir können ihren Freunden helfen, indem wir sie alle in das große Tal bringen. Okay, das ist ja easy. Einfach wegwerfen. Ist das nicht schön? Also kennt man wirklich so. Cool, du hast dir einen Nomaden geschnappt. Leute, Kenntnisse. Was? Gute Arbeit. Hervorragend. Man könnte es ja nicht auch vertränken. Nomade ist im richtigen Tal. Verzeiht, Herr, aber dieser Nomade ist im falschen Tal. Schade, man kann nicht ertränken und hier unten nachricht. Haha, selten so gelacht. Doch, hier geht's. Hier geht's. Zum guten Glück haben wir unendlich. Gut. Wir können die Quest noch lösen. Ja, das ist es. Sehr gut. Ja, ist ja auch leicht, das bitte. Ja. Psst. Hervorragend, Herr. Ihr habt alle gerettet. Da. Dafür nehme ich jetzt die Schweine mit. Tribut erhalten. Dieses Land ist abgeschlossen, Herr. Klickt auf die goldene Schriftrolle auf dem Gipfel des Berges, um fortzufahren. Wo war der der Löwe? Da. Hallo? Was ist jetzt los? Ah, jetzt. Hier hast du mal ein bisschen Schweinchen. Ja, der faulenzt herum. Ja, das werden wir dann in der dritten Welt sehen, wie sich so die Kreatur entwickelt. Also bitte, jetzt regnet es noch. Haben wir sonst irgendwas noch? Man könnte ein bisschen die Physik Engine anschauen. Hat sie irgendwo einen großen Stein? Nehmen wir den. So, schauen wir uns die Physik Engine ein bisschen an. Oh mein Gott. Yeah. Lol, der steckt hier fest. Aber ich will, dass er ein bisschen runter rollt. So. Ah, ist das gut. Ja, jetzt sieht man halt wieder viel, sehr viel. Und Blutsch. Schade, dass er unter Wasser nicht zu sehen ist. Aber das seht ihr mal. An der Engine ist sehr viel gemacht worden. Ist sehr viel möglich. Da kann man sogar Bowling spielen. Kann man die nicht aufstellen? Ich möchte sie aufstellen. Ich will sie einfach nur aufstellen. Ja, nicht verkehrt herum. Schade, man kann nicht Bowling spielen, aber das wäre doch richtig praktisch. Also wenn man hier jetzt vier aufgestellt hätte, könnte man jetzt hier so den Stein rollen und pum, strike.
Und nochmal Strike. Ja. Yeah. Was passiert eigentlich, wenn man das die Kreatur ein bisschen zudeckt? Nichts. Okay. Ja, jetzt hast du eine Bettdecke. Eine wunderbare Bettdecke. Oh je. Also, dann erst das mit diesem. Mit dieser Insel. Gehen wir zur nächsten Insel. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hilfe. Hört ihr das? Wir das sind beten. Gebete. Erhöre Etwas Schreckliches scheint Gebete. Passiert zu sein. O Allmächtiger, erhöre uns in der Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Unsere Stadt wird belagert. Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Die Azteken haben die Mauer eingenommen. Sie schießen auf unsere Untertanen. Nehmt die mit. Du hast einen Dorfbewohner, Boss. Oh. Und sie stecken dort drin. Okay. Ja, ihr habt ihn am richtigen Ort abgesetzt. Die brennenden Häuser schneiden unseren Gefolgsleuten den Weg ab. Setzt sie in dem Portal ab. Bei mir war in der Testrunde war diese Säule gar nicht umgefallen. Sie rutschte irgendwie so ein bisschen in die Mitte und dann stand sie dort. Voll der Fail. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. So geht die nicht hier hin und haut selber ab? Oh. Die hat überlebt. Was ist hier los? Was ist das für ein Grauen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual abzuhalten. So schrecklich sieht der Gorilla aus. Also der Affe, er kommt wie zum Gorilla. Da mag ich jetzt persönlich nicht so. Wenn er böse ist, wenn er nett ist, wird er irgendwie zum, weißt du nicht, weißen Affen oder so. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Die Kuh wird zum Stier, wenn sie böse ist. Der gute Löwe, der weiß ich, der wird ganz hell und extrem unschuldig und so. Wir haben unsere Leute mit Fässern zerquetscht. Hey, Bowling. Ich will auch Bowling spielen. Okay, dann machen wir das mal. Den Hügel hinunterrollen können. Zieh den Zaun weg! Dann überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken! Ach, ich kann keine Sachen und das also andere Sachen ausreißen. Oh, Knack. Ja, einfach mal ein paar Ballen hinstellen. Wir diese Heuballen in Brand setzen. Genau. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an. Geht auch nicht gut. Warten wir, bis die sterben. Ja, die schützen sich. Hier eine, hier eine. Bisschen wieder warten, bis sie sich wieder zusammengerafft haben. Ja. Und so.
Leute, er hat plus 9000 Leben bekommen, oder was ist das Grüne gewesen? Oh nein! Noch ein Vulkan! Wir können niemanden mehr retten! Dass der Vulkan aber auch keinen Ton macht, nix. Ja, und jetzt explodiert alles. Klar. Und wir hauen einfach ab. Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten. Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit. Die werden uns zu den Wikingern. Die werden uns nicht anschließen. Die werden nur gedemütigt und dann murmeln sie herum und aber egal, ob ich jetzt gut werde, ein guter Gott oder ein böser Gott, es kommt das Gleiche davon, also wir sind immer auf uns gestellt. Seht, diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar! Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Ja, und lecken tust du jetzt auch, oder was? Der Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Nein, bitte nicht. Schon wieder so ein Spiel, wo Fraps spinnt. Ah, jetzt geht's wieder. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. Okay, ich mache jetzt mal kurz eine Aufnahmepause und lade schon mal die ersten Parts hoch und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder und dann können wir hier schön aufräumen. Seht euch diese Stadt an, sie ähnelt der unseren. Ja, das sind die Wikinger und ja, diese Dörfer können wir erobern oder einnehmen durch Einfluss, aber das sehen wir dann. Das nächste Mal. Okay. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Und bitte schreibt unten in dieses oder in das vorige Video, also in den ersten Part, was ihr denn haben wollt. Also entweder gut oder böse. Und andere Wünsche gerne auch. Dann könnt ihr mir gerne ein Like schenken oder ein Abo. Aber das ist natürlich nicht zwingend. Also ich werde natürlich nur davon profitieren. Und es kostet ja nichts. Und ja, wäre sehr schön, wenn ihr da mir ein bisschen helfen könntet. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.